Moin moin und herzlich willkommen zurück zu Gothic 3. Ja, wir haben hier in der letzten Folge eine ordentliche Schlacht gegen Zombies gehabt. Ich muss mir überlegen, wie ich genau das hier dann jetzt benennen werde. Also die Folge, das wird schwierig. Obwohl, da fällt mir schon eigentlich ein guter Titel ein. So. Die beiden Stollen haben wir jetzt befreit. Will jetzt gucken, gibt es hier noch mehr Untote? Wieso muss das Spiel aber immer so viel ruckeln? Es gab auf jeden Fall ordentlich an Erfahrungspunkte, muss ich sagen. Wir haben jetzt ein bisschen in Schmieden investiert. Es wird aber auch langsam dunkel, sehe ich gerade. Was ist denn das da? Ist das der Tempel oder ist der Tempel hier vorne, das, was auch immer wir gesehen hatten? Ich würde aber zu der Siedlung gehen wollen. Obwohl, hier ist so ein grüner Nebel. Seht ihr den? Könnte auch interessant werden. Ich hoffe, hier sind jetzt keine Sandcrawler. Nun, was ist das hier eigentlich für eine Siedlung? Da ist wieder so ein seltsamer Pilz. Ich habe keine Ahnung, was wir mit diesen seltsamen Pilzen machen können. Warte mal, ist das... Das ist eine komplett Feuernessel. Perfekt. Gibt es überhaupt jemanden? Dämonenpilz nehmen wir auch mal mit. Ein Tempelwächter. Okay, der steckt da fest. Nein, der ging daneben. Ich traue mich nicht, gegen den 1:1 anzutreten. So, einen Moment. Mann! Ah, verdammt. Hä? Okay. So, ich muss aber ganz kurz eine kleine Unterbrechung machen. Ich bin sofort wieder da. Bis gleich. So, und da bin ich wieder. Ja, ich muss eine kleine Unterbrechung machen. Da war eine wichtige Nachricht gerade. Aber... okay, hier hängt man fest, hier backt man fest. Das ist aber jetzt keine richtige Stadt, oder? Nee, das ist nur ein Tempel hier irgendwie mitten auf dem Weg, Tempelwächter. Hier ist sonst nichts, glaube ich. Was war das? Snapperkraut. So, Felsnessel nehmen wir auch mit. Und ich hatte gedacht gehabt, der Tempelwächter, der hätte... Hier gibt's Leute! Ah! Solche Leute gibt's hier. Nomaden und Retsch. So, hey, Finger weg von meinem... Oh, was willst du denn? Was machst du hier? Was machst du hier? Keine Fragen, Mann. Wenn du Fragen stellen willst, dann stell sie Knut. Ich muss die Beute aufteilen. Okay, wer ist Knut? Na,
Nomade? Atheras? Nomade? Bist du Knut? Nomade? Das Nomade? Hat uns gerade noch gefehlt. Knut! Hey, ich bin Knut. Und das sind meine Männer. Und was macht ihr hier? Was macht ihr hier? Wir dienen keinem Herrn und nehmen, was uns gefällt. Ihr seid also Banditen. Ich bevorzuge die Bezeichnung freischaffende Abenteurer. Mit der Hilfe der Nomaden haben wir uns diese Oase genommen. Wie sieht's aus? Habt ihr irgendwelche Pläne? Wir haben überlegt, Bakarisch anzugreifen, aber das ist eine Nummer zu groß für uns. Was ist, wenn wir zusammen Bakarisch angreifen? Du hast es vor, was? Ich meine, wir reden hier nicht von einem Dorf oder einer Oase. Das hier ist Bakarisch, das heilige Zentrum der Assassinen. Das bedeutet eine Menge Elitekrieger, Schwarzmagier... Und Beute. Ja, das stimmt. So eine Chance bekommt man nur einmal im Leben. Aber das Risiko ist verdammt hoch. Also, wenn wir das durchziehen wollen, solltest du gut vorbereitet sein. Als ob ich nicht schon genug Probleme hätte. Würdest du mich im Kampf unterrichten? Was kann er beibringen? Und es kommt noch schlimmer. Okay, hier nur Stärke und mit zwei Waffen. Okay, also das, was wir da hinten gesehen hatten, das da, ist Bakarisch. Gehen wir mal nach Bakarisch. Ich will mir das mal ansehen. So, beziehungsweise ich muss jetzt leider noch eine kleine Unterbrechung machen. Ich bin sofort wieder da. So, und jetzt bin ich wirklich wieder da. Ich habe jetzt mir ein bisschen mehr Zeit gelassen. Da waren jetzt ein paar Nachrichten, die wirklich wichtig waren. Da musste ich antworten. Hatte ich keine Wahl. Aber ich habe jetzt auch klar gesagt, ich bin gerade am Aufnehmen. Können wir später quatschen. Also, so, und ja. Muss ich, glaube ich, nicht wirklich viel erklären. Klar, war jetzt nicht weltbewegendes. Das habe ich jetzt nicht kommen sehen. Gleich drei von denen. Mit Sandcrawlern. Gleich drei Stück. Verdammt. Ich hoffe, die rennen mir jetzt nicht zu sehr hinterher. Oder warte, wenn ich hier jetzt einmal speichere. Okay, die sind weg. Wo sind sie hin? Ich hätte jetzt nur einen von denen gerne. Ja. Okay, komm. Der nächste, bitte. Jetzt ganz schnell ein Ausdauertrank. Schnell! Hä? Hä? Was ist mit dem? Was ist sein Problem jetzt? Komm her. Kämpf wie ein Mann.
So, einmal kurz was futtern. Das Ding ist leer. So, was können wir jetzt eben dahin packen? Was haben wir hier noch? Komm, wir packen mal die Waldbären hier hin. Geben zwar nur 5 Gesundheit, aber egal. Damit wir die auch mal ein bisschen reduziert haben. Das ist jetzt Bakaresh da hinten. Wir brauchen dringend mehr Heiltränke. Beziehungsweise ich muss mal schauen, dass ich irgendwie welche herstellen kann. Okay, das scheint doch eine größere Stadt. Benito! Halt! Das hier ist Bakaresh, Tempelstadt der Assassinen. Was willst du hier, Fremder? Gehörst du zu den Räubern? Ich gehöre zu niemand. Klar, ich bin nicht Räuber. Ich wollte mal sehen, was es hier zu holen gibt. Wir haben eh gerade gespeichert. Klar bin ich Räuber. Ich wollte mal sehen, was es hier zu holen gibt. Vorsicht! Treib es nicht zu weit, Fremder! Unsere Stadt ist das Heiligtum Beljars. Ein ehrwürdiger Ort. Um sicherzugehen, dass du das kapierst, erteile ich dir jetzt eine Lektion. Du bist keine Herausforderung für mich. Ja, okay. Den schaffen wir locker, oder? Jetzt nicht zu nah an den anderen da. Ich will jetzt den nicht auch noch verärgern. Das gibt's doch. Weg mit der Waffe. Eine weise Entscheidung. So. Kann ich jetzt mit Benito noch mal reden? Er wollte mir eine Lektion erteilen. Die habe ich ihm erteilt. Komm, Benito, steh auf. Benito? Den nächsten Kampf gewinne ich. So, erzähl mir was über die Stadt. Erzähl mir was über die Stadt. Es kommt nicht oft vor, dass sich Fremde hier einfinden. Such Ashnu auf. Er wird dir weiterhelfen. Nice. 9 Gold erhalten. Mach hier keinen Ärger, klar? Hast du zu viel Zeit? Ja, die habe ich gerade. Ansonsten wäre ich nicht hier. Da sind Gargoyles. Ich hoffe, die stehen hier nicht auf und greifen mich an. Ich würde gerne wissen. Wo es in die Stadt reingeht? Geht das schon in die Stadt? Und das sieht so aus, als würde das in die Stadt reingehen. So, oh, hier gibt es Waffenbündel. Noch ein Waffenbündel. Noch ein Waffenbündel. Perfekt. Teleportstein. So, wer bist du? Silvio. Ich bin Silvio und das hier ist Bakaresh. Lass deine Waffen stecken, solange du in der Stadt bist. Und lass deine Finger bei dir. Dann werden wir gut miteinander auskommen. Verstehe. Dann halte dich daran. So, was kannst du mir über die Stadt erzählen? Was kannst du mir über die Stadt erzählen? Wir sind hier eine hübsche, ruhige Tempelstadt und so soll es auch bleiben. Wenn du in den Tempel willst, sprich mit Amul. Und wenn du noch eine Runde quatschen willst, geh zu Ashnu. Er redet viel und gerne. Ansonsten zeige ich dir, wie du mit Räubern fertig werden kannst. Würdest du mich im Kampf unterrichten? Würdest du mich im Kampf unterrichten? Okay, der kann mir auch nur 2 Hand beibringen. Hast du Arbeit für mich? Hast du Arbeit für mich?
Du willst dich nützlich machen. Ja. Akrabor bewacht den Nordzugang der Stadt. Er hat mir schon länger keinen Bericht mehr erstattet. Geh und sieh nach, was da los ist. Und wenn du schon dabei bist, sieh auch mal nach Benito. Er hält die Stellung im Süden. Okay, Bericht aus dem Süden und aus dem Norden. Sklave. Noch ein Sklave. Wer bist du? Aldo. Ich bin Aldo. Bei mir bekommst du, was immer du brauchst. Und wenn Belia meinen Sklaven nicht völlige Dummheit beschert hätte, könnte ich dir auch Artefakte anbieten. Brauchst du Hilfe? Brauchst du Hilfe? Du meinst wegen meiner unfähigen Sklaven? Du könntest die alle verprügeln, aber das bringt nichts. Das habe ich schon getan. Ich dachte eher an die Artefakte, die du suchst. Ah, aber natürlich. Du musst wissen, ich suche nämlich drei ganz besondere Artefakte. Ich habe alte Inschriften gelesen. Es sind Schatullen. Sie gehörten einem Priester des alten Volkes. Er war bestimmt ein angesehener Mann. Und wenn ich diese Schatullen besitze, werde auch ich ein angesehener Mann sein. Ich sehe mich mal um. Auch du wirst im Ansehen von Bakarisch steigen, wenn du sie mir bringst. Schon gut, ich denke, ich hab's kapiert. Mhm. Okay, dann zeig mir deine Ware. Zeig mir deine Ware. So, was kann... Was hat er? Giftpfeile? Heiltränke hätte er. Würde 1800 kosten. Was kann ich ihm dafür andrehen? Assassinschwert. Die Rosting-Dinger. Die Knüppel. So, dann den Speer kann ich noch andrehen. Und das hier. So, hier habe ich nichts. So. Herz eines Feuergolems. Schwefel können wir andrehen. Gold können wir noch andrehen. Erz behalten wir. Komm, dann machen wir Rest Goldausgleich. Und tauschen. So, dann haben wir wieder ein paar Heiltränke. Was kann ich hier beibringen? Bring mir was über Alchemie bei. Kann ich hier was Neues bei? Giftpfeile herstellen? Waffen vergiften? Permanent Track herstellen? Bring mir bei, wie ich Gifte herstellen kann. So, Jafar. Willkommen in Bakarisch. Ich bin Jafar, Händler der Waffen. Wirf ruhig einen Blick auf meine Klingen. Es ist beste Ware aus Bensala. Okay, zeig mir deine Ware. Zeig mir deine Ware. Was hat er hier? Elite-Assassinen-Rüstung, 126.000. Kopfjäger-Armbrust. Bogen, Knüppel, Assassinschwert. Der ist ein bisschen besser. Der ist aber auch nicht abgenutzt. 75. So, Ashnu, da haben wir ihn. Willkommen in Bakarisch, Pilger. Ich bin Ashnu. Wenn du Informationen brauchst, meine sind Gold wert. Okay, was kannst du mir über den Tempel sagen? Was kannst du mir über den Tempel sagen? Der Tempel ist das Heiligtum Belias. Wir spenden den Schwarzmagiern Gold, auf das sie seinen allmächtigen Zorn besänftigen. Wenn du beten willst, wirst du mit der Statue unten Vorlieb nehmen. Der Tempel bleibt allen Fremden verschlossen. Und nur Amul alleine entscheidet, wer den Tempel betreten darf, oh Pilger. Okay, erzähl mir was über die Schwarzmagier. Erzähl mir was über die Schwarzmagier. Die Magier kümmern sich um alles. Sie beten für uns zu Belia. Aber sie kümmern sich auch um den Tribut und um unseren Schutz. Ihr Wort ist uns Befehl. Und an ihrer Spitze steht der alte und weise Zuben. Doch ihn wirst du hier nicht treffen. Er wacht über uns alle in seinem Palast in Ishtar. Mhm. Was kann ich tun, damit mich Amul in den Tempel lässt? Was kann ich tun, damit mich Amul in den Tempel lässt? Du kannst natürlich für Silvio arbeiten. Vorausgesetzt, du bist ein gesetzestreuer, starker Sohn des Kampfes. Dann kannst du auch in der Arena kämpfen. Und? Gibt es noch mehr Möglichkeiten? Nun, wir Händler aus der Stadt müssen den Schwarzmagiern unseren Tribut zukommen lassen. Wenn du Amul unser Gold übergibst, wird er sehen, dass du unser Vertrauen genießt.
Okay, lasst mich Amul euren Tribut bringen. Lasst mich Amul euren Tribut bringen. Natürlich werde ich deinen Wunsch unterstützen, Sohn der Großzügigkeit. Also dann, was ist zu tun? Du musst Jafar, Carlos und Aldo überzeugen. Wenn sie ihr Einverständnis geben, komm wieder zu mir. Dann überreiche ich dir den Tribut. Okay, haben wir noch eine Quest angenommen. So, Kämpfer, Sklave. Hier haben wir Carlos. Willkommen, Pilger. Ich bin Carlos, Händler der Sklaven. Wie laufen die Geschäfte? Wie laufen die Geschäfte? Ah, bisher lief es ganz gut. Ich kann mich nicht beklagen. Allerdings könnte ich trotzdem etwas Hilfe gebrauchen. Was kann ich für dich tun? Ich habe da noch ein paar Sklaven, die ich nicht loswerde. Hör zu, Aldo ist ganz verrückt nach alten Artefakten. Er hat bereits einige Sklaven von mir gekauft, die er buddeln lässt. Und? Das Problem ist, in den Ruinen gibt es Gefahren. Gefahren, die Sklaven auffressen. Solange die Ruinen nicht sicher sind, wird Aldo auch keine weiteren Sklaven kaufen. Verstehe. Ah, okay. Ich werde mir mal die Ruinen ansehen. Mach das. Wenn Aldo meine Sklaven kauft, kriegst du deinen Teil ab. Okay, ich will euren Tribut zu Amul bringen. Damit er dich in den Tempel lässt? Genau. Erledige die Sache mit den Ruinen. Dann habe ich nichts dagegen. Okay. Ich guck mir mal hier noch ein bisschen weiter an. Wen gibt's denn hier noch alles? Mufasa. Seit der Sache mit den Trollen sind Tierkämpfe in der Arena verboten. Trolle? Ja, war eine Idee von Amul. Er wollte es spektakulärer haben. Es war dann auch ein ganz schönes Spektakel. Aber nicht ganz so, wie er sich das vorgestellt hat. Schwarzer Roba halten. Ahmed? Ich bin Ahmed. Ahmed der Vielseitige. Du kennst dich mit Waffen aus? Ich beherrsche verschiedene Kampfstile. Wenn du Gold hast, bringe ich dir was bei. Komm, unterrichte mich. Natürlich. Wir können anfangen, sobald du bereit bist. Würdest du mich im Kampf unterrichten? Okay, der kann auch nichts Neues beibringen. Wir beschützen euch. Wir benutzen unsere Macht, um seinen Zorn von euch fernzuhalten. So, da haben wir wieder Mufasa. Wer ist das? Irhaba. Hey, bist du scharf auf einen Kampf? Sprich mit Hernando. Wird Zeit, dass ich mal wieder einen Kampf gewinne. Wir sind das Serbet. Du stinkender Dieb! Scheiße. Für Beliar die Herrschaft. Und seine Herrschaft wird kommen. Und dann werden die erzittern, die seinen Zorn auf sich gezogen haben. Bleibt ihr jetzt weg? Also zahlt mit eurem Gold, sonst werdet ihr mit eurem Blut bezahlen. Beliar kennt ihr. Ich speichere einmal, bevor ich dagegen ankämpfe. Nur den Schmerz und den Tod. Die aber unter euch, die gute Geschäfte machen, müssen ihren Tribut zahlen. Denn was aber nützt. Oh. Die gehen alle auf mich los. Nein. Warte, dann laden wir nochmal neu. Hier. Das könnte noch ein Weilchen dauern, dann, bis ich da wieder normal hin kann, um zu reden. Das war jetzt doof gelaufen. Verdammt. Für uns den Reichtum, für Beliar die Herrschaft. Gibt's hier irgendwie eine Möglichkeit zu pennen? Ja. Dann schlafen wir hier bis zum nächsten Morgen. Ich hoffe, der ist mir jetzt nicht böse, der Typ. Der Irrtrabber. Beliar kennt keine Gnade. Es gibt kein Erbarmen für die Schwachen. Nur den Schmerz und den Tod. Dich meine ich. Was willst du? Du siehst aus wie ein Mann, der schnell viel Gold verdienen will. Ja, Wie lauten die Regeln? Du musst wissen, hier in Bakaresh kämpfen keine Sklaven. Hier treten die größten Gladiatoren der Wüste an. Assassinen, die sich durch ihre Taten und ihr Können den Platz in der Arena verdient haben.
Und die Regeln? Jeder Kampf kostet 1000 Goldstücke. Ansonsten gelten die üblichen Regeln. Mach ich später. Ich will jetzt erstmal mit dem reden. Sein Volk. Amul, das ist er. Biliar erkannte seinen Feind und sein Zorn war groß. Willkommen in Bakaresh, der Stadt Biliars, Pilger. Mein Name ist Amul. Ich bin einer der Schwarzmagier. Okay, kann ich von dir lernen? Es erfordert große Klugheit, die Zauber Bilias zu wirken. Und? Und ich werde dir erst etwas beibringen, wenn du dich um die Stadt Bakaresh verdient gemacht hast. Einen hübschen Tempel habt ihr hier? Ja, du willst ihn bestimmt von innen sehen, was? Ja. Aber du wirst nicht einen Fuß in den Tempel setzen, ehe ich es dir gestatte. Und was muss ich dafür tun? Was glaubst du wohl? Mach dich nützlich. Alles Weitere wirst du schon alleine herausfinden. Okay, kannst du mir jetzt etwas beibringen? Nein, wir wissen nicht, ob wir dir vertrauen können. Okay, wie sieht's aus? Lässt du mich in den Tempel? Nein, wir wissen nicht. Okay, also... Wir sind das erwählte Volk. Für uns den Reichtum, für Biliar die Herrschaft. Also hier auch erstmal Ruf aufbauen. Halt! Komm, gib's mir. Sag schon. Was muss ich tun, damit du mich in den Tempel lässt? Du wirst den Tempel erst betreten, wenn Amul es dir gestattet. Nee, ich lüge jetzt mal nicht. Es gibt kein Erbarmen für die Schwachen. Nur den Schmerz. Ich lüge hier nicht. Wir haben hier ein paar Quests bekommen. Euch, die gute Geschäfte machen, müssen ihren Tribut genau, hier drinnen waren wir. Denn was aber nützt euer Gold im Angesicht von Beliars unerbittlichem Zorn? Hier ist niemand. Ist da oben jemand? Nur wir Schwarzmagier können seinen Zorn besänftigen. Wir beschützen euch. Wir benutzen unsere Macht, um seinen Zorn von euch fernzuhalten. Warte mal, was sind das da oben? Okay, eine Kerze einfach nur. Nicht, dass die jetzt sagen, hier, ein Goldpokal. Und seine Herrschaft wird kommen. Und dann werden die erzittern, die seinen Zorn auf sich. Nicht, dass mir jetzt gleich irgendwer anquatscht, so hier wurden Sachen geklaut und ich mich nicht rausreden kann. Jaffa? Ich werde hier als Dieb gesucht? Rausreden. Ich weiß nicht, wovon du redest. Du elender Dieb! Okay, das wird nix. Ich muss hier erstmal mir meinen Ruf wieder aufbauen. Ich hab's verkackt. Bleib stehen, du Hund! So, Silvio, genau. Für ihn hatte ich ja Quests. Ich muss einmal nach Norden. Und Aldo, ich will Amul euren Tribut bringen. Du willst unser Gold abgeben? Damit wirst du in der Gunst der Schwarzmagier steigen. Genau darum geht's. Ah, das gefällt mir. Aber dir ist doch sicher klar, dass du nicht der Einzige bist, der das will. Also, was schlägst du vor? Du machst dein Geschäft mit Amul und schuldest mir einen Gefallen. Moment, was ist das für ein Gefallen? Wenn du Zugang zum Tempel hast, wirst du mich dem Schwarzmagier Sigmor empfehlen. Ich soll dich empfehlen? Ja, genau. Erzähl ihm, was für ein tüchtiger Mann ich bin. Ich werde sehen, was ich tun kann. Ich verlass mich auf dich, Sohn der Gefälligkeiten. Okay. Nur ein Gefallen. So, und hier sollen irgendwo Gefahren sein? In dem Tempel hier oder in den Ruinen? Ich sehe schon welche Gefahren. Ein wilder Löwe. Natürlich kommen sie jetzt beide an. Ja,
Ja, natürlich. Natürlich muss ich jetzt drauf gehen. Okay, gegen Löwen anzutreten ist auch nicht gerade einfach. Obwohl auch die Wölfe sind beschissen. Die Wölfe sind ja auch richtig beschissen, muss man sagen. So. Und die Viecher auch. Vielleicht irgendwie. Ja, ich will hier drauf. Nein, oh, egal. Okay, ich glaube, das hängt mit denen zusammen. Dann wahrscheinlich eher. Wie sind die Gefahren? So. Alte Schatulle. Ah! Was haben wir hier? Ein Korb. Silberpokal. Nehmen wir mit. Ist ja hier kein Diebstahl. Noch mehr Wölfe. Wieso? Löwen. Okay, wer hat mich gesehen? Machen wir so. So kriegen wir die alle locker hin, oder? Und die können uns nicht von hier oben, da hinten sind sie jetzt. Die kriegen wir doch hin, oder? Oh, der nächste. Geil. Ja. Zwei Schuss, dann haben wir den. Dann den hier noch. Achso, das sind zwei. Aber das heißt, wir können die gleich looten. Dann haben wir wieder Fleisch. Weil Fleisch ist schon mittlerweile ein bisschen Mangelware bei uns. So, okay, wenn der wieder da nach oben geht. Können wir die wilden Löwen auch noch anlocken? So, ich hoffe, die bleiben hier. Ich glaube, wenn ich einen zweiten Run mache, ich mache definitiv hier einen Jäger. Oder sowas. Warte mal, wo ist denn der andere hin? Da hinten. Okay.
Okay, gegen die zu kämpfen wird auch echt ewig dauern. Ja, 300 Erfahrungspunkte gibt es auch für die, okay. So, bleiben die jetzt beide da oben? Ich hoffe ja. Und dann kann ich die mit Headshots kaputt machen. Wie viel gibt es noch von denen? Und wie viele Pfeile habe ich noch? Ist jetzt die Frage. Ja, nice. Der ging daneben. Ja, ein Schuss noch. Dann haben wir den. So, war's das? Das speichern wir. So. Yo. Den Pilz nehmen wir mit. Den Pfeil nehmen wir wieder mit. Noch eine alte Schatulle, perfekt. So, und wo sind die ganzen Tierchen hin? Da haben wir unseren Pfeil. Okay, von den Schakalen gibt es nicht so viel Fleisch. Hier sind sie alle hingegangen, okay. So. Auch wieder alles mitnehmen. Von den wilden Löwen gibt's Fleisch. So, jetzt ist nur die Frage. Nein, da kommen wir doch nicht so einfach hoch. Ja, komm. Wo geht der hin? Dann locke ich die drei auch mal an. Ich habe keine Ahnung, wo die hin wollen. Okay, die kommen jetzt hier hin. Komm. Ein. Der ist auch wieder zurück. Alter, ich treffe ihn gar nicht. Ja. Aber hier fehlt noch einer. Lock ich mal die Löwen an.
Null Plan. Gerade, wo... Ach, da! 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 Au! Dich wird niemand vermissen. Alter, okay, das war richtig knapp. Okay, jetzt erstmal ordentlich was futtern. Okay, diese Bären, die werden ganz schnell weg. Gehe ich mal von aus. Und dann ist da nur noch ein Löwe übrig. Ich gehe von aus, dass da nur noch einer ist, oder? Oder sind da zwei? So, und speichern. Nee, scheint nur einer zu sein. Kommt der hier hoch? Da! Jo, der kommt hier hoch. Nein, komm, ich will da. Nein, nicht runterfallen. Ist jetzt nur die Frage, wie viele gefährliche Tiere gibt es hier noch? Oder ist das der letzte? Schon. Ein Schuss. Ja. Okay, haben wir alle. Die Ruinen von Bakarish. Jagdgeschick plus 1 und Ruf von Bakarish 15. So, was haben wir hier? Königsdistel. Und noch eine Kaktusblüte. So, Snapperklau, Zauberwurzel. So, noch eine Zauberwurzel. Noch ein Snapperklau. Kann man da hin? Sieht so aus. Scheint noch eine Insel zu sein, auf jeden Fall, wo man hin kann. Ob es da auch irgendwie was Relevantes gibt? So, wir müssen eh noch eine Schatulle hier finden. Und halt den Schakal hier noch rauslooten. Und das Ogerblatt nehmen wir auch noch mit. Den Eisenhalm auch. Achso, den Schakal haben wir vergessen. Genau, hier hatten wir den einen. Wenn wir hier wieder hochgehen, wo könnte noch einer sein? Da unten hatten wir den einen.
Er wollte 3 haben. Wenn wir hier nochmal kurz gucken. Die Ruine. Dann sei vorsichtig, Sohn des Mutes und achte auf meinen Speer. Die Rettung von Ben. Also warte mal, wir sind hier Bakaresh. Die 3 Schatullen. Genau, 3 Schatullen. Der Tempel von Bakaresh bericht aus dem Süden und dem Norden. Und die Händler überzeugen. Nehmen wir auch mal alles mit. Ne, hier kommt man nicht runter. Okay. Also hier gibt es nichts. Hier ist auch nichts. Wo könnte die dritte Schatulle sein? Ich glaube, vielleicht auch außenrum könnte auch sein. Hier ist ja noch ein Korb. Ein goldener Ring. Oder vielleicht hier, wo die am Ausgraben sind. Nee, warte, zurück. Den will ich nicht klauen. Wir trinken mal was. So. Ne, ich glaube, das hat schon hiermit was zu tun, oder? Oder vielleicht... Ne, das ist die Arena. Wo könnte die Schatulle sein? Beziehungsweise haben wir alle 3 vielleicht sogar? Alte Schatulle. Ne, wir haben 2. Und Steintafel der Priester haben wir auch. Könnte die sein? Die dritte. Da haben wir wieder so einen seltsamen Pilz. Also ich dachte schon, das wäre jetzt ein Grafikpack oder sowas. Bisschen falsch platziert oder so. Vielleicht hier auf dem Aufsichtsplattform? Ist der auch nicht. Aldo? Jafar? Ich will euren Tribut zu Amul bringen. Ach ja? Können wir dir denn überhaupt vertrauen? Vielleicht arbeitest du ja für die Nomaden und versuchst, dich hier in Bakaresh beliebt zu machen, um unser Gold zu stehlen. Also, was verlangst du? Ich denke, wir sollten dir unser Gold nur anvertrauen, wenn du außerhalb von Bakaresh gute Geschäfte gemacht hast. Was kannst du vorweisen? Ich habe mit Nafalem Geschäfte gemacht. Ich habe mit Nafalem Geschäfte gemacht. Ja, das ist gut. Du hast Erfahrung. Das habe ich sofort gesehen.
Du kannst zu Amul gehen. Meine Stimme hast du. Okay, warte mal, wer wollte noch mal Dings haben? So, Carlos? Die Ruinen sind übrigens sicher. Die Ruinen sind sicher. Keine Gefahr mehr für die Sklaven? Lass sie buddeln. Gut, ich werde Aldo ein Geschäft vorschlagen. Was dich angeht, du hast mir geholfen. Ich danke dir. Und was den Tribut für Amul angeht, ich denke, wir können dir das anvertrauen. Nice. So, was ist jetzt mit ihm? Ich gehe vielleicht noch einmal kurz zu Amul und bringe denen die Tribute. Ich denke, da wird bald etwas passieren. Was ist denn das? Und seine Herrschaft wird kommen. Amul, Nein, wir wissen nicht, ob wir dir vertrauen können. Okay. Wir sind das erwählte Volk. Für uns den Reichtum, für Beliar die Herrschaft. Wir müssen noch Berichte abholen. So, was ist das jetzt? Nee, warte, wo ging's nochmal hin? Zu Bronto. Ich glaube, hier war's zu Bronto, oder? Da haben wir wieder so einen Pilz. Wie haben wir den denn übersehen? Hier war doch Bronto irgendwo, oder nicht? Hä? Ich glaube, ich bin irgendwo falsch abgebogen. Kann das sein? Königsdistel? Wir sind hier wirklich falsch abgebogen. Wo bin ich hier denn gelandet? Wie komme ich zurück? Ist hier nicht der Weg zu... Wo geht's zu Bronto? Da. Benito. Silvio schickt mich, er will deinen Bericht haben. Silvio schickt mich, er will deinen Bericht haben. So? Ich warne dich, wenn du vorhast, hier ein falsches Spiel zu treiben. Ich passe auf. Ich hoffe, du hast das jetzt kapiert. Wie ist die Lage? Es sieht nicht gut aus. Vor der Stadt treiben sich Nomaden rum. Diese verdammten Räuber haben die Oase überfallen. Geh in die Stadt und berichte Silvio davon. Okay, und dann noch im Norden muss ich eine finden. Ein Bericht aus dem Norden. Wo ist denn der Nordzugang? Ich glaube, da vorne irgendwo kann das sein. Ich sehe da hinten auf jeden Fall noch eine Höhle. Und seine Herrschaft wird kommen. Und dann werden die erzittern, die seinen Zorn auf sich gezogen haben. Also zahlt mit eurem Gold. Sonst ist das hier der Nordzugang? Da haben wir noch jemanden. Akrobat. Hey Mann, mach keinen Scheiß.
Was? Lauf nicht hier rum. Warum nicht? Da sind räuberische Nomaden, die jeden sofort angreifen, den sie sehen. Außerdem gibt's da hinten viele Lurker. Und wenn ich viele sage, dann meine ich verdammt viele. Wir können nur hoffen, dass sich dort alle gegenseitig umbringen. Ich komme, um deinen Bericht zu holen. Tja, Silvio schickt dich, richtig? Genau. Ich kann dir den Bericht nicht geben. Wenn Silvio erfährt, was hier los ist, macht er mich einen Kopf kürzer. Also? Also hilf mir, mit den Nomaden fertig zu werden. Dann bekommt Silvio seinen Bericht. Erzähl mir was. Erzähl mir alles über die Nomaden. Erzähl mir alles über die Nomaden. Es sind nur eine Handvoll, aber sie sind schwer bewaffnet. Wir haben sie beobachtet. Sie hocken in einer Höhle gleich hier vorne. Dann lass uns sie fertig machen. Bist du verrückt? Das sind Nomaden! Ich sage dir was, lock sie raus. Dann machen wir sie hier fertig. Ja, ich weiß nicht. Kann ich Silvio davon jetzt schon berichten? Wir sind das erwählte Volk. Für uns den Reichtum. Das ist auf jeden Fall nicht der Silvio aus Gothic 2. Und seine Herrschaft wird kommen. Und dann werden die erzittern, die seinen Zorn auf sich gezogen haben. Also, naja, wo haben wir den? Silvio. Da chillt er. Benito schickt mich. Was hat er zu berichten? Die Oase vor der Stadt wurde von Nomaden überfallen. Verdammt. Das sind schlechte Nachrichten. Das wird Tiska gar nicht gefallen. Wer ist jetzt Tiska? Werden wir mal besser vorsichtig sein. Hier, das ist für dich. Und mach weiter so. 100 Gold erhalten, wow. Ja, okay, ich würde sagen, hier machen wir aber in der nächsten Folge weiter. Und vielen Dank, dass ihr wieder mit dabei wart. Ich bin's, euer Max Deus. Und ciao.